Das wäre mit einem Einparkassistenten wahrscheinlich nicht passiert. Das normale Abstandswarnsignal gehört mittlerweile zur Standardausstattung vieler Neuwagen. Dass der PKW allerdings wie von Geisterhand selbstständig in die Parklücke lenkt, ist für die meisten Autofahrer immer noch Science Fiction. Grund dafür ist wohl das bisher eher beschränkte Angebot an Assistenzsystemen für Mobile der unteren Mittelklasse und für Kleinwagen und nicht zuletzt der Preis. Aus meiner Sicht ist es ein sehr großer Fortschritt, dass diese Sicherheitspakete nun in der Kompaktklasse verfügbar sind und dadurch in einer Vielzahl von Fahrzeugen verbaut werden. Dies sorgt für nachhaltig mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Es gibt also inzwischen weitgehend erschwingliche Assistenzsysteme, auch für Kompaktwagen, zum Beispiel den Ford Focus. Die dritte Generation des mittelkleinen Kölners bietet gleich vier solcher elektronischen Assistenzsysteme an. Im Paket laut Vorabpreisliste für etwa 1300 Euro. Wir haben bei der Entwicklung der Systeme sehr stark auf die Alltagstauglichkeit geachtet. Das heißt, zum einen wollen wir, dass ein Zusatznutzen für den Kunden da ist, sei es, dass es im Rahmen einer zusätzlichen Assistenzkomfortfunktion ist oder die Fahrsicherheit erhöht. Auf der anderen Seite ist für uns ganz wichtig, dass der Fahrer auch diese Systeme akzeptieren kann. Das heißt, sie nicht in sein Fahrverhalten eingreifen, wo es auch nicht erforderlich ist. Im Focus unterstützen den Fahrer jetzt also vier Assistenzsysteme, die in der Kompaktklasse noch eher selten sind. Der aktive Parkassistent lenkt, wenn gewünscht, selbstständig in die Längsparklücken. Der Fahrer bedient nur Gas, Bremse oder den Schalthebel. Der Notbremsassistent überwacht permanent mit einem Lasersensor den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen oder plötzlich erscheinenden Hindernissen. Bei Bedarf wird das Fahrzeug automatisch verlangsamt, im Zweifelsfall sogar mit einer Notbremsung. Bis zu einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern kann das System Unfallfolgen mindern und bis zu 15 Stundenkilometern auch Kollisionen vermeiden. Im Rückspiegel leuchtet der Spurwechselassistent. Er erkennt Fahrzeuge, die hinter der C-Säule im sogenannten toten Winkel verschwinden und alarmiert den Fahrer rechtzeitig über die drohende Gefahr. Vorausgesetzt, der Blinker ist aktiviert. Sonst greift nämlich der Spurhilfeassistent ein. Er registriert, wenn der Fahrer etwa aus Unaufmerksamkeit die Fahrspur versehentlich verlässt und warnt durch Vibration im Lenkrad. Auf Wunsch kann der Focus in diesem Fall sogar automatisch gegenlenken. Für das durchaus umfassende Assistenzpaket von Ford gibt es jetzt eine Auszeichnung, den Allianz-Sicherheitspreis Genius. Fahrerassistenzsysteme sind nach dem Sicherheitsgurt die wichtigsten Lebensretter. Und Ford ist es gelungen, für den Ford Focus in der Kompaktklasse ein Bündel von Fahrerassistenzsystemen anzubieten, das enorm positive Auswirkungen auf Vermeidung von Unfällen haben wird. Unfallfreies Fahren und souveränes Einparken. Mit den elektronischen Helferlein wird dies in Zukunft eher möglich sein und das jetzt auch für den etwas kleineren Geldbeutel. Die Aufmerksamkeit des Fahrers ersetzen die Systeme natürlich nicht. Die Verantwortung im Straßenverkehr bleibt weiterhin ganz bei ihm.